jetzt hier am Strand von Fako, denn ich dachte, ich setze mich jetzt mal hier hin und mache mal ein kleines Resümee sozusagen von dem ganzen Jahr. Denn es ist ja jetzt quasi kurz davor zu enden. In, ich glaube, 5 Tagen oder sowas, oder 4, vielleicht sind es auch schon, werde ich dann im Flugzeug sitzen auf dem Rückweg nach Deutschland. Und das wird wahrscheinlich auch nochmal ein ganz komisches Gefühl. Ja, jetzt ist ein Jahr vorbei, es geht zu Ende. Vor einem Jahr genau ungefähr hat es angefangen, da habe ich dann meinen Koffer gepackt und mich ins Flugzeug gesetzt und bin dann hierher geflogen. Ja, das war ein ziemlich spannendes Gefühl, als ich hierher geflogen bin. Wir hatten ja dann noch eine Zwischenstopp in Madrid und so. Und ja, es war sehr aufregend noch alles. Damals wusste ich ja noch nicht, dass ich die Gastfamilie wechseln würde. Das kam ja dann erst nach 3 Monaten. Ja, jedenfalls kam ich dann hier an und wurde erstmal von Intercultura abgeholt. Das war, wie gesagt, das war alles dann so aufregend. Man war nervös und so, wie das alles werden würde. Dann, da war ja erstmal dann noch das Wochenende. Bei Intercultura, so ein Vorbereitungsseminar gewissermaßen, wo wir darauf vorbereitet wurden, in die Gastfamilie reinzukommen und in die Situation uns einzuleben. Ja, und dann nach dem Wochenende am Sonntag wurden wir dann von den Gastfamilien abgeholt. Das war sehr aufregend und auch nervös nochmal. Da war ich auch der Letzte, der abgeholt wurde. Und ja, im Nachhinein ist mir dann eigentlich aufgefallen, dass meine Gastfamilie überhaupt nicht, also meine erste, dass meine erste Gastfamilie überhaupt nicht irgendwie froh war, mich da abzuholen oder sowas. Die war überhaupt nicht irgendwie am Lachen oder sowas. Wo ich dann das Gegenteil komplett hatte, als ich dann von der zweiten Gastfamilie abgeholt wurde. Naja, jedenfalls habe ich mich ja dann die ersten 3 Monate erstmal bei denen eingelebt. Habe auch relativ viele Videos noch gebracht, weil damals ging es mir noch ziemlich darum, irgendwie die ganze Situation zu filmen, den Alltag sozusagen auch ein bisschen und auch die Reisen. Ja, da waren wir dann bei der Isla Tortuga und bei den La Paz Waterfall Gardens. Da bin ich ja noch relativ viel rumgereist gewissermaßen, weil mir da eben noch die ganze Familiensituation nicht so wichtig war und vor allem war ich denen ja auch nicht so wichtig. Das heißt, da habe ich viel mehr das Reisen gesucht, als mich in der Familiensituation einzuleben. Es war auch ganz schön, aber mit der Zeit ist mir dann doch aufgefallen, dass ich mich da irgendwie nicht so richtig zu Hause gefühlt habe und dass ich da mich eben nicht wohl gefühlt habe. Und dann habe ich ja erstmal meine Familie in Deutschland kontaktiert, die Organisation in Deutschland auch, denn Intercultura war hier leider irgendwie nicht sehr herzlich, muss ich leider sagen. Ich habe mich da nicht so richtig wohl gefühlt. Ja, aber dann, nachdem ich dann das alles hier sozusagen in die Wege geleitet habe, nachdem mir dann empfohlen wurde, die Gastfamilie zu wechseln, da ich eben auch Abrechnungsgefühle hatte, wurde ich dann nach nochmal einem Monat, hat das ja gedauert, bis dann die neue Gastfamilie gefunden wurde, wurde ich dann abgeholt von meiner neuen Gastfamilie. Und das war eben, wie gesagt, eine ganz andere Situation. Die stiegen alle aus dem Auto, waren am Lachen, waren herzlich, haben mich ja begrüßt, gefragt, wie, ich meine, da hatte ich auch schon den Vorteil, dass ich schon ein bisschen Spanisch konnte. Das heißt, ich konnte mich besser mit denen unterhalten und kommunizieren. Aber dennoch hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die alle irgendwie viel herzlicher waren, mich viel fröhlicher in die ganze neue Situation aufgenommen hatten, dass die auch selber irgendwie aufgeregt waren. Und ja, nach dem Tag hat sich ja im Prinzip alles geändert. Die letzten 8 Monate hier waren schön hell und ich war froh. Also es war ganz anders als am Anfang. Mein Spanisch hat sich auch dann sehr viel geändert, weil ich nicht mehr so viel am Computer war, sondern auch viel mit der Gastfamilie dann sozusagen geredet habe und bei denen war. Und wir haben Spiele gespielt, sonntags ging man ja dann in die Kirche und so. Und irgendwie habe ich mich dann auch viel mehr in die ganze neue Situation einbringen können, war dann auch viel mehr Teil der Familie, habe mitgekocht, habe mit Haushalt geführt sozusagen, Zimmer geputzt und die ganzen Sachen, die man eben so im Haushalt machen muss. Und es war irgendwie eine viel schönere Situation. Dafür ist dann halt das Reisen ein bisschen weniger gekommen. Wir waren dann mal am Playa Mango, vielleicht erinnert ihr euch auch noch dran, da bin ich mit meinem Gastvater und einer von den Zwillingen hingefahren. Das war auch echt schön, super heiß und ich habe da auch kaum geschlafen, weil wir dann nachts losgefahren sind. Aber war sehr schön. Und dann waren wir auch noch in San Carlos und im Rio Frio, da habe ich ja auch nur ganz kurze Teile von gezeigt. Und ja, später, wie gesagt, war es dann irgendwie nur noch ganz wenig. Da habe ich dann nochmal so eine Roomtour gemacht und so, um quasi ein bisschen einfach von der ganzen Situation zu schildern. Aber es war halt einfach viel mehr Alltag als Rumreisen. Es war viel mehr die Familiensituation.
also ständig rumreisen. Ich meine, wenn ihr jetzt irgendwie in Deutschland lebt oder wo ihr auch immer lebt, reist ihr auch nicht jeden Tag rum, sondern habt ihr auch einfach mal den Alltag und man macht vielleicht ein- oder zweimal im Jahr macht man mal einen Urlaub. Und so war das dann eben auch in der neuen Familie, dass es da viel mehr Alltag und Familiensituation war als Reisen. Und da habe ich auch irgendwie das alles viel mehr wertschätzen gelernt, habe die neue Familie lieben gelernt und sie ins Herz geschlossen. Und ich fühle mich jetzt auch als Teil von ihr. Selbst wenn ich jetzt quasi zurück nach Deutschland gehe, werde ich trotzdem, glaube ich, ein Teil der Familie bleiben und sie werden auch ein Teil von mir bleiben. Und es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich jetzt hier in Costa Rica war. Und ja, dann am Ende, nach den 8 Monaten Alltag und Leben in der neuen Familie, kam dann meine Mutter aus Deutschland zu Besuch. Und ja, gar nicht nur richtig zum Besuch, sondern quasi zum Abholen. Sie war ja dann hier, oder ist immer noch hier, da wir dann jetzt hier 1 Monat lang in Costa Rica rumgereist sind. Da habe ich ja jetzt Videos zu rausgebracht, wo wir dann an der Pazifikküste in Tamarindo, Samara waren und dann in Monteverde, in San José, an die Karibikküste gefahren sind. Da war es leider sehr regnerisch. Und jetzt nochmal ein paar Tage in Manuel Antonio waren und jetzt gerade eben auf dem Rückweg zu meiner Gastfamilie sind, von wo aus dann der Flug nach Deutschland gehen wird. Das ist ja im Prinzip so der Grund gewesen, warum meine Mutter mich dann hier besuchen und abgeholt gekommen ist, damit wir dann nochmal ein bisschen hier rumreisen können und Costa Rica von der touristischen Seite sozusagen kennenlernen können. Und das haben wir auch gemacht, das war echt wunderschön. Und jetzt, heute ist Donnerstag, fahren wir jetzt wieder zu meiner Gastfamilie zurück, wie gesagt. Und werden da das letzte Wochenende noch verbringen. Noch ein letztes Mal zur Kirche gehen mit denen, die sind ja, ist eine sehr christliche Familie. Ja, und dann wird der Abschied auch immer näher kommen. Am Montag morgens um 7 Uhr geht, glaube ich, mein Flug zurück nach Deutschland, wo ich dann erst am nächsten Tag wegen dem 14-stündigen Flug und der Zeitverschiebung komme ich dann erst am nächsten Tag um 5 Uhr morgens in Deutschland an. Ja, das wird dann auch nochmal ein trauriger und emotionaler Abschied, denke ich. Bis dahin bleiben uns zum Glück noch ein paar Tage, aber ich glaube, das wird auch nochmal sehr traurig und emotional, wie gesagt. Ja, und jetzt geht, wie gesagt, das Jahr zu Ende. Ich hatte jetzt hier 11 Monate insgesamt, plus den Monat noch, wo ich mit meiner Mutter rumgereist bin, also insgesamt wirklich ein ganzes Jahr, war ich jetzt hier in Costa Rica, habe ein komplett neues Leben kennengelernt, eine komplett neue Lebensform, eine andere Kultur, ein anderes Land, wo ich noch nie vorher gewesen bin. Und vor allem war ich auch noch nie vorher so lange von meiner Familie getrennt. Und ja, alleine war ich ja nicht, weil ich war ja in meiner Gastfamilie. Aber dennoch war es irgendwie eine komplett neue Lebensform und ein komplett neuer Alltag. Und das Jahr geht jetzt halt leider vorbei. Und ich komme wieder zurück nach Deutschland. Muss schauen, was mich dort dann erwartet. Mir fehlen noch 2 Jahre, muss ich noch zur Schule gehen. Dann habe ich mein Abi. Und ja, da werde ich wahrscheinlich dann auch wieder in den normalen Alltag zurückkehren. Das wird auch nochmal eine Umstellung, denke ich. Vielleicht kriegt man da auch nochmal Fernweh, weil man ja dann gewissermaßen, werde ich bestimmt hier Costa Rica und meine Gastfamilie auch vermissen. Aber das kommt halt erst noch, da bin ich zum Glück noch nicht. Der Abschied und der Rückflug und das Eingewöhnen in Deutschland, das kommt dann erst wieder noch. Das war es auf jeden Fall erstmal von diesem Auslandsjahr. Es war wunderschön. Und es war, denke ich, auch gewiss nicht meine letzte Reise um die Welt. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Videoreihe gefallen. Ich habe ja jetzt dann am Ende nicht mehr so viele Videos rausgebracht, aber wir sind ja dann nochmal rumgereist, da kamen ja dann doch nochmal ein paar Videos von Costa Rica. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was von der ganzen Situation hier teilen. Ich hoffe, ich konnte es euch irgendwie ein bisschen, sozusagen schildern, wie das dann hier abgelaufen ist und was man so alles erlebt hat. Und vielleicht habe ich euch ja gewissermaßen angeregt, auch ein Auslandsjahr zu machen oder auch mal nach Costa Rica zu kommen. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Die Leute hier sind einfach pura vida, wie man ja hier so schön sagt. Und also super nette Leute. Das Land ist super schön. Es ist super warm, wenn man an den Küsten ist. Aber man kann auch das Kühle haben, wenn man dann in den Bergen ist. Also es ist hier echt, gibt es von allem was. Und ich kann es euch nur empfehlen, mal hierher zu kommen, wenn es nicht für ein Jahr ist. Dann vielleicht für ein halbes oder auch nur für ein paar Wochen, wie es meine Mutter ja gemacht hat. Ja, es war auf jeden Fall echt richtig, richtig schön. Und jetzt geht es halt, wie gesagt, leider vorbei. Die nächsten Videos werden dann wahrscheinlich vom Abschied handeln. Und ich würde sagen, da sehen wir uns dann wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen, wo ich ja jetzt nochmal das ganze Auslandsjahr sozusagen
zusammengefasst habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen gut schildern und rüberbringen, was ich hier erlebt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit und macht's gut.